Jo, servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und heute gibt es noch was Besonderes. Ich bin gerade ganz entspannt schon am Treten, freihändig auf dem Weg mit 25. Und zwar, weil ich endlich mal wieder nach ewig langer Zeit E-Bike fahre. Richtig entspannt, richtig geil. Ich bin in Oberstenfeld-Waldstein unterwegs und bin schon 43 Kilometer gefahren. Gleich geht's für euch auf den ersten Trail. Viel Spaß, let's go! Ja Leute, vielleicht kurz zum Rad. Ich habe gerade mal kurz angehalten für euch. Das ist ein Mountbreaker Crafty Air, wie ihr oben lesen könnt. Da habt ihr auch schon direkt die Ausstattungsvariante. Testrad aus dem Schaltwerk Schweigern habe ich jetzt mal für 2 Tage gehabt. Heute ist Tag 2. Gestern bin ich auch schon gefahren. Macht richtig Laune, die Kiste. Und ich habe gerade den Julian, den Manu und den Mike getroffen, zufällig. Also es war nicht ausgemacht und wir haben ein paar Laps gemacht. Und ich würde sagen, auf die geht's jetzt. Und dann seht ihr noch 1, 2 Trails, eventuell, wo ich alleine unterwegs bin. Aber ja, wie gesagt, ich habe noch so knapp unter 50% Akku und muss noch heimkommen. Genau, aber jetzt geht's auf die Trails. Let's go! So, was geht YouTube? Willkommen zum neuen Video hier bei mir auf dem Kanal, Julian Heidel und hier Jonas Claudi. Servus! Sag mal was Cooles fürs Intro. Ja. Passt. Also, wir wünschen euch viel Spaß. Ach, doch eng! Geil! Jawoll! Alter, geil! Fett! Ja, ja! Wow! Geil, Alter. Kurze Unterbrechung und kleine Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich gesehen, dass 75% meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Und ich würde mich mega freuen, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das unterstützt mich in der nächsten Zeit, weiter coole Videos für euch zu produzieren und weiter coole Projekte euch zeigen zu können. Ich würde mich mega drüber freuen und jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß dir. So Leute, kurz zwischendrin, dass wir, dass wir auch ein bisschen, das altbekannte Problem, was, so. Dass wir ein bisschen, pass auf, was bisschen Seriöses in dem Video jetzt machen, ja. Der Julian zeigt euch jetzt, wie man einen Chest Mount anzieht. Ihr habt alles mit dem Chest Mount gefilmt, ihr wolltet die Aufnahmen, also müsst ihr auch wissen, wie man den anzieht. Herr Claudi? Ihr kennt das alle mit eurer GoPro, ihr filmt, ihr müsst dieses Ding hier
irgendwie kommt da nicht richtig dran, das packt einfach ab. Da müsst ihr einfach keine Ahnung, was macht. So, jetzt habe ich zum Beispiel. Das ist einfach, das geht so gar nicht. Deswegen meine patentierte Idee. Ihr nehmt den so, schiebt euch im Prinzip jetzt hier einen Stock rein. Von so unterm Arm. Und schon habt ihr das Ding. Also wenn das nicht sinnlos war, sinnvoll, weiß ich auch nicht. Ich hätte nicht mal gedacht, dass das funktioniert, gell? Ich habe das gerade zum ersten Mal gemacht. Das ist einfach von der Bike-Industrie der neue Standard. Das ist jetzt neues Sattelstützenmaß. 50,6 cm ist neues Sattelstützenmaß, sind die Dropper Post. Oh, das geht sogar direkt los. Was geht ab? Ja, hallo liebe Freunde des Fahrradsports. Ich folge heute Jonas Heidel vom Schaltwerk Schweigern Factory Racing Team. Auch ein E-Bike ist da unterwegs, so kennt man ihn. Yo, da lässt er gut stehen direkt. Fuck. Auf seinen Home Trails. Da macht ihm keiner was vor, er kennt die Lines, kennt den Swag, den Trip. Juhu. Aber die Trails hier taugen auch. Ganz im Gegenteil zum TRP-Schaltwerk. Denn dieses TRP-12-fach kann ich nicht empfehlen. Oh, Alter. Da wurde es dann doch nochmal schlammig. Dirty Dancing. Inside Opfer Line. Inside again. Opfer Manual. Oh fuck! Aha. Nose, Mine, was auch immer, Nose, Maus wollte ich sagen. Brava Line. Ohne Fistbump geht's gar nicht. Das ist schon mal wichtig. So, hinterm Jonas auf dem Grubentrail. Auf seinem E-Bike. Lässt er schon mal ganz gut laufen. Kann man machen. Wir machen hier eine Kurve. Schlamm. Ich wisch euch mal ab. Es geht weiter direkt. Juhu, wow, das war nicht gut. Jetzt gibt er Gas. Da riegelt das E-Bike ab. Da kann er nichts mehr machen. Ganz eine gammelige Kurve. Boah. Oh yeah, Freeride Lines. Oh. Juhu. Nice. So Leute, los geht's. Erster Trail für heute. Also für euch. Ich bin schon ein bisschen was gefahren. Leute, nächster Trail. Wow, die Schaltung ist schon gut durchgenommen von dem Ding. Nächster Trail auf dem E-Bike. Wow, hier ist es nass. Warum? Warum ist es hier slippery? Ist jetzt nicht mehr im obersten Feld hier, sondern auf einer der Runden, auf der Hochhinausrunde. Auch von dem Trail sowas. Ein bisschen konzentrieren hier.
Ja, nächster Abschnitt. Okay. Also mega entspannte Trails hier, für jedermann fahrbar, allen Geschwindigkeiten. Die Kicker kann man alle auslassen, wenn man nicht springen will. Ausgang. Hä? So Leute, nächster Trail, den fahre ich normal immer richtig. Finde ich richtig geil. Der macht richtig Bock. Hier kann man hochfahren. Dann kriegt man den Anlieger. Entweder committen und reinfahren oder eine bessere Line suchen, so wie ich. Scheiße! Nein! Speed raus! Oh! So, letzter Trail für heute. Ah, geil! Yo Leute, das war's jetzt von dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin raus für heute. Übel reingetreten die letzten Kilometer. Alles ohne E-Bike gefahren, weil ich die ganze Zeit so 30 km/h gefahren bin und da unterstützt E-Bike nicht mehr. Genau, auch übel Reichweite generiert. Ja, ich hatte vorher mal so 9 km Reichweite noch und durch das ganze Getrete jetzt, wo ich echt Gas gegeben habe, habe ich jetzt wieder 25. Also ist echt krass, was man da rausholen kann, wenn man richtig reintritt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein, haut rein. Tschüss!